Schokolan. Und sicher ist sicher. Geht's jetzt los? Ja, okay. Josh ist tot. Wir haben ihn umgebracht, erfolgreich. Und seinen Brunnen haben wir auch zerstört. Aber irgendwie wollen die Leute vom Forest Village unsere Wasserverträge trotzdem nicht unterschreiben. Ich kann mir das auch nicht erklären. Ihre Wasservorräte sind doch in 10 Tagen schon aufgebraucht. Und einfach ein Ultimatum setzen? Ab dann steigt der Wasserpreis ins 10-fache. Das bringt Geld. Irgendwas müssen diese Leute haben, dass sie sich so gar nicht erpressen lassen. Das ist doch nicht normal. Wir knallen einfach einen nach dem anderen ab. Wie bei Josh. Also ich wäre dabei. Bist du blöd, Mann? Das sind potenzielle Kunden. Geld. Geld für uns. Für unsere Company. Das können wir doch nicht machen. Wir müssen einfach den Aufrührer der Revolte finden. Und dann haben wir das gelöst. Könnte Lucky Luke dahinter stecken? Aber der kann ihm doch auch kein Wasser liefern. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Spion. Am besten einen, der noch überhaupt gar nicht in Forest Village bekannt ist. Die Daltons. Everell. Die Daltons? Meinst du wirklich? Nein, Mann. Everell ist doch sogar zu blöd zum Lügen. Aber vielleicht kennt er doch jemanden. Komm, ich hol ihn mal ran. Everell, antreten! Jo, hier bin ich. Gibt's was zu essen? Ich hab so einen Appetit auf Hühnchen. Sieht schon aus. Everell, wir brauchen dich. Und du kriegst auch eine Belohnung dafür. Wir brauchen dich für eine Beschaffung von Informationen. Ein Spion quasi. Hühnchen. Hühnchen, warte mal. Klar, sogar zwei. Wir brauchen. Nee. Erstmal machst du die Arbeit. Und du wirst hier nicht so unverschämt werden und direkt was fordern. Nein, ich meine, zwei sprechende Hühnchen. Kiki und Ricky heißen die. Ich könnte wetten, ich habe die Reden gehört, als wir die Kanone gefunden haben. Meine Brüder denken mir immer, ich spinne. Deswegen habe ich mir nicht getraut, das zu sagen. Die wollten irgendwen warnen. Sprechende Hühner? Kennt ihr sprechende Hühner? Sowas Blödes habe ich ja noch nie gehört! Sprechende Hühner! Der ist voll bekloppt. Kiki und Ricky. Von denen habe ich schon mal gehört. Wenn das nicht diese blöden Viecher von dieser Kiki-Show sind. Ja, wenn... Ja, falls es die wirklich geben sollte, diese Hühner, dann einfangen und herbringen. Und danach kannst du mit denen machen, was du willst. Braten, essen, keine Ahnung. Genau. Wird gemacht. Lecker Hühnchen. Ich weiß ja, wo sie immer Mittagsschlaf halten. Vielleicht auch erst später braten. Vorher müsst ihr zu Agenten ausgebildet werden und Billy erzählen, wer hinter der Revolte von Paul steckt und warum niemand sein Wasser kaufen will. Was? Wir sollen für diese Verbrecher spionieren? Das kannst du aber vergessen. Lieber lasse ich mich rupfen und braten. Nein, nein, bitte nicht rupfen. Das tut so weh. Ich schmeck ungerupft viel, viel besser. Oh nein.
probieren wir doch gleich mal. Au, au, Hilfe! Au, au, Hilfe, Lucky Luke! Du musst uns retten! Lucky Luke! Ah, wen haben wir denn hier? Ein, wer ist das? Einer von den Leuten ist nur. Ein einziger, die fällt doch normalerweise gut auf die Welt, oder? Avril, hast du etwa Hunger oder was? Warum bist du hier? Ich sollte die beiden fangen. Willi brauchte sie als Agenten. Weil sie doch im Dorf keiner kennt. Als Agenten? Als Agenten? Hm. Nee, ich hab der Haut nie ab. Der ist bei mir. Als Agenten? Wen wollen sie denn ausspionieren? Er will wissen, wer hinter der Verschwörung des neuen Sheriffs steckt und warum niemand dem Wasser kaufen will, obwohl es doch sonst nirgendwo etwas gibt. Ah, verstehe. Aber das Problem lässt sich auch friedlich lösen. Avril, geh mal kurz darüber. Ja, geh mal, stell dich mal dahin. Und jetzt drück mal ganz, ganz stark deine Patschehändchen gegen deine Ohren. Super. Ja, sehr gut. Prima, so dass keine Sonne mehr reinscheinen kann, ja? Ich hab gesagt, richtig drücken. Super. So. Oh. Jetzt. Ja. Ach, wie der Luft. Endlich. Oh. Was ist denn in dich gefahren? Wir spionieren doch nicht für diese Verbrecher. Niemals. Ihr seid keine Verbrecher und ihr spioniert nicht. Ich weiß. Aber, hört zu. Hört mir gut zu. Ja. Pass auf. Josh, Sheriff Josh ist doch zum Präsidenten gewählt worden. Was? Und Sheriff Josh hat einen großen, also er wird jetzt in sein Amt eingeführt und er hat einen großen Track, das sind ganz viele Planwagen, so Wagen, Josh lebt? Die wie durch den Wilden Westen fahren. Und der kommt von Washington hierher, bis hierher zum Forest Village Ranch gefahren. Und er ist auch schon in New Mexico. Ihr müsst also nur noch kurz durchhalten und einfach Billy Barron und seine Bande hinhalten und mitspielen und so tun, als würdet ihr für sie spionieren. Und dann irgendwann, wenn der Track da ist, da sind auch Soldaten dabei, dann ist Billy Barron geliefert. Versteht ihr diesen Plan? Ja? Dann ist Billy Barron geliefert und kommt endlich hinter Gittern. Und das alles, was er ihm anderen Menschen zugefügt hat, das passiert ihm selbst. Ich denke, wir sollen für die Gangster spionieren. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ach so. Ihr seid Doppelagenten. Klar, wir sind ja auch zu zweit. Nein, Kiki, so funktioniert das nicht. Nicht, weil ihr zu zweit seid. Ihr seid Doppelagenten. Das heißt, ihr tut so, als wenn ihr für Billy Barron spioniert, aber eigentlich spioniert ihr für mich. Versteht ihr? Also, ihr tut so, als wenn ihr ihm von mir erzählt, aber eigentlich erzählt ihr das, was er macht, mir. So, dass er das nicht mehr... Ach, und hochgefährlich. Irgendwie nach Landung im Suppentopf. Ja, pass auf, keine Angst. Wenn es drauf ankommt, ich werde immer da sein. Und ihr schreit einfach ganz laut und dann komme ich und helfe euch. Na, dann können es ja mal ausprobieren. Aber nur, wenn du wirklich in der Nähe bleibst. Oh ja? Ja, keine Angst, keine Angst. Ich werde in der Nähe bleiben. Cool. Kiki und Ricky sind richtige Agenten. Und weißt du was? Ich bin auch ein Agent von Jesus. Und weißt du was, so wie Kiki und Ricky Josh und Lucky Luke geholfen haben, so können wir Jesus helfen. Und er hat uns einen Auftrag gegeben. Und den finden wir in der Bibel, in Matthäus 28. Und zwar steht er ganz am Ende, ab Vers 18, mir, also Jesus sagt das, ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie lehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch. Bis zum Ende der Zeit. Ist es nicht richtig cool, dass Jesus uns bei dem Spezialauftrag, den er uns gegeben hat, nicht alleine lässt, sondern uns verspricht, dass er immer bei uns ist? Genauso wie Lucky Luke, Kiki und Ricky versprochen hat, in ihrer Nähe zu bleiben. Richtig cool. Also unser Auftrag ist, dass wir andere Leute, die Menschen zu Jesu Freunden machen, zu seinen Jüngern, ja auch zu Agenten.
Und wisst ihr was? Dafür hat Gott uns noch eine Waffe gegeben für diesen Spezialauftrag. Und wisst ihr, was das ist? Diese Waffe ist seine Liebe. Seine Liebe ist die stärkste Waffe auf der ganzen Welt. Und es gibt eine wahre Geschichte, dazu gibt es auch ein Buch, das heißt Das Kreuz und die Messerhelden. Da war ein Mann namens David Wilkerson, der ist in Banden reingegangen, die wirklich mit Drogen und Messerstechereien, ganz vielen Bandenkämpfen immer zu tun hatten. Und der ist da hingegangen und hat angefangen, von Jesus zu erzählen und vor allen Dingen die Menschen, die Leute da aus der Bande einfach zu lieben. Und einer namens Nick, der war kurz davor, er wollte ihn wirklich umbringen, weil er es einfach nicht ausgehalten hat. Und David hat gesagt, auch wenn du mich umbringst, wird jedes Teil von mir dich weiter lieben. Und dieser Nick und viele andere waren so gerührt, dass sie ihr Leben umgekrempelt haben, dass sie angefangen haben, Jesus nachzufolgen. Und das war alles möglich durch die Liebe dieses Mannes, durch Gottes Liebe. Und wenn du auch ein Agent von Jesus werden möchtest, so wie ich und auch so wie dieser David Wilkerson, dann lade ich dich ein, dass du jetzt mit mir betest, dass wir uns neu mit der Waffe Gottes, mit seiner Liebe ausstatten lassen und dass er uns Spezialaufträge geben darf für diese Woche. Und Vater, ich danke dir, dass du uns so lieb hast und ich bete, dass du uns neu mit deiner Liebe führst und auch uns Liebe gibst für unsere Mitmenschen. Wir wollen deine Agenten sein, Agenten für Jesus und deine Liebe weitergeben und Menschen von dir erzählen. Und ich bete, dass du uns zeigst, was das in dieser Woche sein kann, wo du uns einen Spezialauftrag geben möchtest. Amen. Und ich will dich jetzt nochmal einladen, dass wir jetzt ganz kurz nochmal still werden und am besten auch die Augen zu machen, dass wir nicht so abgelenkt sind und hören Gott fragen, unseren Auftraggeber, wo wir in dieser Woche seine Agenten sein können, was er für einen Spezialauftrag für uns hat. Und vielleicht ist es, dass du deinen Nachbarn was Gutes tust und ihnen hilfst oder jemand in deiner Klasse ermutigst, jemand von Gottes Liebe erzählst, ihn von Jesus erzählst, ihn hilfst oder was auch immer. Frage Jesus, was diese Woche dein Spezialauftrag ist. Und dafür mach am besten kurz die Augen zu. Oh, ein Auftrag. Ja, Gott, was? Ich? Sofort, okay. Ich bin unterwegs. Ich hab dich auch lieb, Gott. Bis dann. Leute, ich habe einen Sonderauftrag von Gott. Ich muss jetzt los. Also macht's gut. Tschüss. Ach so. Und schreibt unbedingt euren Auftrag auf oder tragt ihn gleich in den Kalender ein, damit ihr ihn nicht vergesst. Und vergesst eure Waffe nicht. So, Avril, kannst deine Hände wieder runternehmen. Alles gut. Entspann dich. Pass auf. Kiki hat zugesagt, dir zu helfen unter der Voraussetzung, dass du ihn nicht aufisst. Schade. Aber meinetwegen, da habe ich noch einmal einen Spezialauftrag alleine ausgeführt. David Schauber, staunen! Super! Genau, also, Kiki wird Punkt 17 Uhr immer Billy Baron, Bescheid geben, was gerade passiert, okay? Und ich muss los. Was? Ihr wart Doppelagenten? Das wird ja immer gefährlicher! Hast du eine neue Windel für mich? Sag bloß, die ist schon voll? Die läuft schon über. Ach, Lucky Luke war immer da und Josh hatte alles bestens geplant. Also, du kannst deine Windel erstmal abnehmen. Hm. Es geht ja erst nächste Woche weiter. Was? Jetzt, wo es gerade so spannend ist? Habt ihr das denn überhaupt überlebt? Ich denke schon. Zumindest fühle ich mich noch ziemlich lebendig.